Wir sehen großartig aus in unserem neuen Party-Outfit auf der Insel Kesan und wieder dabei ist auch natürlich. Wie kann es anders sein? Weil wir das zusammen machen. Ein Projekt für uns beide. Jawohl. Auch ich Ich und und er er. und wir und gemeinsam feiern wir jetzt eine fette Party. Wie uns im letzten Part angekündigt, willkommen zurück zu Let's Play World of Warcraft. Die Party findet statt am Was müssen wir denn Pool. machen? Woo! Ja, genau, Ach, am und Pool. deswegen haben wir auch das Super Genau, und jetzt Leinen-Outfit gehen an. wir hier mal ganz lässig hin und unterhalten die Partygäste. Woo! Und man kann ihnen ein schäumendes Getränk anbieten. Eimer. Einige eurer Gäste haben etwas zu viel getrunken. Ich würde gern ihr hier ein schäumiges Getränk. Möchte Feuerwerk sehen. Okay, dann lassen wir hier mal Feuerwerk steigen. Alles klar. Woo! Wir sind so dabei. Dieser Kopf ist ausgepowert. Warte mal, was macht denn, wenn die ausgepowert sind? Nichts. Okay, er hier reiert erstmal in den Eimer. Ist alles cool. Richtig stark. Dort erhalten hier richtig die Partygäste. So. Möchtest du ein blubberndes Getränk? Möchte mehr Ruhestur. Total ausgepowert. Was will er denn? Was will er denn? Der Partygast möchte mit euch tanzen. Los hier, da tanzen. Yeah, Bitches. Wie cool Ja, wir auch ja. tanzen, ey. Hier, Feuerwerk. Und was Die willst möchte du? mehr Willst du auch Schatzkopf. Feuerwerk? Jawohl. Meine Frauen wollen alle nur mehr trinken. Nee, das ist doch gut. Was ist denn total ausgepowert? Wie kann ich die denn wieder aufpowern? Mit dem, das weiß ich nicht. Die Oh muss ja, einfach in toll. Ruhe lassen. So, was ist los hier? Jawohl, na, komm her. Ja, ich Ja, bin durch. ich mach das hier ein bisschen stilvoll. Ja, stilvoll, mach Okay. jetzt. Schalten wir jetzt mal hier den Was ist Party-Turbo hier eigentlich an. so ein Goblin-Wasser, ey? Von die Schwimmen. Oh, hast du mal gesehen, wie die Goblins Die schwimmen? Sch Nein, habe ich noch nicht. Das ist das totale Ja, das Hundebrennen. kann ich mir vorstellen. Okay, und weil wir jetzt die Party hier aufgemischt haben, ja, zünden wir den Hot. Ach nee, tun wir nicht. Geht nicht, Ach hab ich auch verdammt. geguckt. Kein stilvolles Auftreten auf unserer Party. Das ist ja, was soll denn das? Du tauchst mit einem Ja, Krebs auf, hallo, hallo? das ist mein Reittier, ja? Also, ich bitte dich. Der Krebs ist ein. Vor allem der Buff. Hast du dir den Buff Ja. mal durchgelesen? Ihr seid ein echter Großartige Partylöwe. Party, oder? Nutzt euer Feiervermögen und eure Überzeugungskraft, um Feiernden zufriedenzustellen. Aha. Also nur mal so, was wir bisher machen mussten. Wir Leut mussten Leute quälen, damit die besser arbeiten. Wir mussten uns betrinken. Also irgendwas macht Blizzard mittlerweile falsch. Oh ja, jetzt müssen wir ungeladene Piraten töten. Weil, ihr wisst ja, also. Auch. Oh, Oh, oh. also. Endlich können wir mal wieder Leuten Also auf die ganz Klappe ehrlich, wenn ihr hauen. eine Party zu Hause feiert, ist ganz klar, dann wollt ihr auch nicht, dass da irgendwelche ungeladenen Piraten. Oh, wir müssen. Warte mal, warte mal, Was? warte mal, warte mal, warte mal, warte Was mal, denn? warte mal, Ist warte mal, eingefallen? warte mal, warte mal. Wir haben es Was ist denn vergessen. eingefallen? Vergessen. Da. Oh, das, infam. Jawohl! Hast du es gesehen? Der Ja. fährt hier erstmal auf dem Moped längs. Ich musste gerade erstmal den Ton ein bisschen leiser machen, weil deine Ah, Schüsse für mich tatsächlich. recht laut Ja, waren. also, ganz kurz nochmal, um auf euch zu Hause zurückzukommen. Wenn ihr eine Party feiert, dann macht ihr das auch ganz genauso. Also, wenn hier jemand steht und feiert eine Party und er ist ungeladen, dann holt ihr eure Wumme raus und macht hier erstmal das hier. Folgendes hier. Bumm. Ja, die sind ja nicht ungeladen. Die sind ja noch Sondern, viel was, mehr. was sind die noch? Die sind böse und Ja, wollen ja, dich ja. klauen. Ich merke das schon. Aber ich hätte das hier auch gern wieder in meinem Feier-Outfit absolviert. Das fand ich sehr schön. Das war sehr stilvoll mit der. Ich muss mal eventuell mal irgendwann auf OK drücken, wenn ich die Musik ändern möchte. So, danke. Weil sonst ändert man das hier nicht. Und ihr seid auch herzlich willkommen mit uns zu spielen. Das ist ja das Schöne an einem Ja, genau. MMORPG. Wir werden ja jetzt nicht unbedingt immer in eine Gruppe einladen, wenn wir questen, weil das ist ja jetzt auch nur unsere Charaktere, mit denen wir aufnehmen. Wir spielen ja das auch noch wohl noch sonst Genau. so. Und deswegen muss man dann beachten, dass ihr einfach mal herkommen könnt. Wir spielen auf der realen Area 5.2, für die Leute, die das Englisch nicht beherbergt So und sind. so. Was auch komisch war. Also ansonsten Area 52, er heißt Adenin, das hat er ja schon in dem ersten Richtig. Part erklärt, was Adenin bedeutet. Und ich bin Gornik, das ist weiterhin ein polnischer Schriftsteller. Und die Erde bebt. Naja, das ist ja. Wie Ich viel bin hast fertig. Bist du auch fertig? Und du du? musst Ich noch muss einen. noch rein. Warte. Ja. Gehst du mit mir töten? Oh, lass zusammen Ich töten. lass Der ist zusammen doof. töten. Warte. Da, ja, da. Okay, hier, Totenkopf. Uah! Entkommen. Der ist verbuggt. Super. So. Hier, er hier. Okay. Jawohl. Suchen wir uns auch immer gleich die Scheiße Sehr raus. schön. Das sollte es jetzt gewesen sein, nicht wahr?
plündern wir ja. die Piraten noch, die Brandschatze. Brandschatzen wir die Brandschatze. Da kommen noch mehr Piraten, guck mal. Was wir weiter vorhaben, wollen wir nochmal eben ansagen, was wir hier so vorhaben und nicht einfach mal ins Blinde spielen? Was haben wir denn vor? Erzähl mal. Wir haben noch vor, dass wir eine Gilde zusammen gründen wollen. Darauf seid ist ja natürlich auch jeder herzlich willkommen, der Lust hat, da reinzukommen und was für die Gilde zu machen. Weil ich finde, WoW ohne Kommunikation ist nicht WoW. Dann könnte man sich das Ding auch auf einen Singleplayer laden und zusammen mit intelligenten KIs die Raids machen. Das ist ja nicht der Sinn der Sache. Deswegen könnt ihr dann, wenn wir Level 10 sind und das Gold einfach haben, was natürlich noch ein Weilchen dauern wird, weil so eine Gilde, ich glaube, Gilde kommt wie viel? 100? Kommt wenig. Oha, wer ist er denn? Echt? Mittlerweile? Das ist die Megaspiel. Hui! Abtrünniger Schützling Herr Adelin. Boah, den mag ich ja jetzt schon nicht mehr. Was geht ab? Ich muss irgendwo noch meine Quest abgeben. Ich habe die Quest abgegeben. Ich konnte hier nichts abgeben. Hast du die untere schon abgegeben? Oder? Hast du deinen Piraten schon? Ach, ihr habt noch nicht. Okay. Bei der Tuse da. Ach, da. Auch neben meinem Lehrer auch noch, ey. Hä, was? Wo? Wo bist du jetzt? Ja, ich kann den hier abgeben. Auch. Gut. Wo? Ja, und jetzt kann ich noch ganz viele annehmen. Wo bist du denn? Hast du gerade eine Bazillion Moneten abgegeben? Nee, bekommen. Ja, gut, abgegeben. Dann mach ich das jetzt auch. So, und jetzt alles wieder okay. Jetzt müssen wir uns eigentlich wieder sehen. Ja, genau. Oh mein Gott. Oh, hier brennt's. Ja, hier ist. Oh Gott, hier ist ja der Kataklysmus im Gange. So. Guck mal, die ist mit ihrem Kissen umgezogen. Plündert den Plünderer. Okay, und wir müssen Leute über den Haufen fahren. Wo bist du denn? Warte, wir haben uns gleich. Ich muss mal eben eine Quest annehmen da hinten. Ja. Hast du die Quest schon? Okay, von Vorarbeiter. Da steckst Lunte? Du auch. Ich finde den Namen hier sehr komisch. Vorarbeiter Feuchtlunte. Und er gibt uns den Quest. Schnappt euch das Kaya mit. Oh, apropos, ich will mal diese Kaya-Cola probieren. Warte. Ja? Nasenverlängerung. Wow! Mit. Was auch immer, ich bin... So. Lass uns so, erstmal wir denn jetzt hin? Hier. Da lass uns so vier. Ja, genau. Hier ist ja direkt dran. Ja, also, oh, jetzt rebellieren die Trolle. Oh, warte. Das ist ja gar nicht toll. Die haben wir doch vorhin noch so schön bearbeitet. Haben wir doch schon. Ich meine, mal ganz ehrlich, das sind auch Pussys, ne? Hier mal ein Elektroschock, da mal ein bisschen Arbeitsmoral gesteigert und schon sind das totale Weichlinge und die wollen nicht mehr. Ich kann dir gleich auch ein bisschen helfen. Ich habe jetzt ein neues Totem. Totem hast du. Ist das was? Ja. Die muss man ja jetzt gar nicht mehr sich schleichen und so, sondern es geht dann einfach. Warum glitzert das? Das sollte man irgendwie mitnehmen hier, glaube ich. Ah. Bumm. Aha. Ah. Jetzt haben wir es auch verstanden. Quest sind ja was? Einfach immer irgendwie eine Bombe. Ich habe auch einfach mal die Bombe benutzt. Bumm. Warte, ich stelle die hier einfach mal ein Totem hin. Kaya-Zeug. Zack. Wer ist er denn? Ein rebellischer Trottel. Kaya jetzt. Mit Brocken. Die harte Sau. Das ist ja ungefähr, als würde man mir Cola mit Brocken geben. Hey, möchtest du auch Cola mit Brocken trinken? Ja, doch lecker. Warum muss ich da immer zwangsweise an Würfelhusten oder sowas denken? Oh mein Gott, ich muss niesen. Ja, warte. Dann rette ich dich. Bum, bum. Ich musste doch nicht niesen. Aber wir haben unsere Pets vergessen. Hier ist mein Kernhundwelle. Ey, wie cool sehen denn bitte die Totems aus? Ja, das sind so kleine maschinelle Dinger. Vor allem sieht das eklig aus, weil dein Bohrer immer wieder rein und rausarbeitet. Ja. Interessant. Du kennst meinen kindlichen Gedankengang. Oh, ich werde überall angegriffen. Jetzt habe ich. Komm mal her, ich habe zwei an den Hacken. Komm her. Jetzt hast du noch einen an den Hacken. So. Der kriegt auch von mir eine Rakete. Gut. Haha. Weil der Anfangsschamane ist recht boring. Und das dauert auch, bis der noch gut wird. Oh, was war das? Oh. Kataklysm. Hier ist so Kataklysm. Bist doch fleißig dabei, hier Kaya rauszubrechen. Die gute. Du musst auch einsammeln. Ich krieg hier irgendwie nichts. Ja, aber ich kann in den Gebieten gar nichts explodieren lassen, wo die Brocken sind. Nee, du musst die Bombe auch auf den Boden richten. Ja, ich weiß, aber da ist bei mir rot auf dem Boden. Warte. Musst du auch ein bisschen näher ran. Hier kann ich nichts. Ach Gott, muss man so nah ran.
Dann hol dir mal dein bisschen Kaya. Ist. Ja, ich hab erst 3. So, hopp, hopp. Ok, ok, hier. Ok, ok. Oh, Ogo, Ogo. Ganz schnell. Man höre und staune, Ogo, Ogo. Aber er feiert hier eine Party, ne? Der ist ein kleiner Partylöwe, der Junge. Ja, die sind alles. Das sind die größten Partylöwen. Okay. Aber ich finde, die haben das ganz cool gemacht mit diesen neuen Skripten, dass wenn ich du deins explodierst, dass ich dir deins nicht wegsammeln kann. Das kannst und du umgekehrt. Nicht? Ich bin außer Reichweite. Nee, kannst du bei mir auch nicht. Ich wollte dir jetzt nämlich immer schon was übrig lassen. Aber das ist denn ja Schwachsinn. Nee, okay, ich habe mein Kaya zusammen. Das ist auch. Ach Gott, wo bin ich denn so dämlich und wird down angegriffen? Ja, warte, das können wir unterbinden hier. So. Nur mit meiner Schrotflinte habe ich den erledigt. Ja, dein Tier hat auch. Krebs ist ja. Ne? Ganz gut hier, nicht mit den wilden Pferden in den Hügel reiten. Ja, ne? Und auch und, jetzt auch sauber. So, dann machen wir Bam hier. Komm. Müssen wir in diesem Part noch ein bisschen was schaffen. Ist aber echt kataklysmisch hier, wenn du dir mal umguckst, so. Ja, du, mit den ganzen Kometen und so, ne? So, einen muss ich jetzt noch explodieren lassen, ne? Und dann sind wir auch schon durch. Wir dürfen übrigens gleich die erste Bank von Kizan ausrauben. Warum, die mussten wir da vorne nicht was abholen? Ja, und deswegen führen wir uns das jetzt wieder selbst zurück. Das ist ja hier der reinste, ne? Bist du fertig oder musst du noch mehr Kaya holen? Ich. Mach nochmal ein bisschen. Ja. So, einsammeln. So, erzähl. Guck mal, ich. Du hast deinen Hund auch schon wieder rausholen. Ja, du darfst doch gerne den Pinguin rausholen. Ja, warte, mach ich auch. Das passt auch direkt zu mir, ne? Weil ich ja dauernd Pinguine male. Kannst du auch was anderes außer Pinguine malen, oder? Aha, da liegt das Pool ins Kern, würde ich sagen. So, dann steigt man wieder auf deinen Hot Rod. Ja, lass uns das abgeben. Nee, erst alle Quests machen und dann abgeben. Wir sind 11 Minuten in Affenmoment. Ich muss mal eben jetzt mal mit dem Jägerlehrer. Der hat mir bestimmt was ganz Tolles beizubringen. Verschwendet nicht meine Zeit. Weil so sind bei mir immer meine Pflichten. Ich nehme erst alle Quests an, mache alle Quests und dann gebe ich alle zusammen ab, weil dann ist man mit den Folgequests auch immer gleich weit. So, dann müssen wir bei ihm hier Beute stehlen und wenn wir da ankommen, würde ich sagen, müssen wir den Part beenden. Ja. Ja. Aber jetzt ist da fährt man immer runter. So, und was haben wir hier? Hupen. Bumm. Achso, guck mal, wir müssen die Leute überfahren. Ja, wir müssen die Piraten überfahren, die hier rumstehen. Und dann kriegen wir gestohlene Beute. Für welche Quest ist das für denn? Plündert die Plünderer. Guck hier, ist ein Pirat, da fahre ich drüber. Das ist aber hin beim Kajarofeld. Und? Bin ich jetzt gerade dämlich oder ist das beim Kajarofeld? Aber, wir müssen hier ein bisschen durchs Feuer fahren. So eine Komm. Bei mir bringt das jetzt gar nichts, wenn ich die Nein, du musst die Piraten platt fahren. Siehst du da vorne den roten? Da musst du rüber. Wo bist du denn? Hier, komm. Da, wo bist du denn da jetzt? Welchen roten? Ja. Ach, die! Da ja, kann man kannst du einmal rüberfahren und dann kriegst du gestohlene Beute. Ach, sehr cool. So, dann lass uns hier mal bei der Bank ganz stilecht. Dann können wir die ja sogar noch jetzt machen und dann. Ja, pass auf, wir müssen jetzt erstmal zur Bank. Wir fahren jetzt erstmal bei der Bank stilecht vor und stehlen dann. Einverstanden? Ich hab. Okay, komm, wo bist du? Direkt hinter dir. So? Da. Dann einmal hoch zur Bank. Ja. Lass mal, ist echt. Ja, lass mal stehen. Lass mal. Nee, lass nicht stehen lassen, sondern stehlen lassen. So, erste Bank von Kezan. Hier. Warte, genau, lass mal hier raus. Hier. So, kommst du her? Ja. Wo bist du? Da. Wir verpassen das uns mal so ein bisschen, ne? So. Okay, alles klar. Da bist du. Dann würde ich sagen, für diesen Part, vielen Dank, dass ihr dabei wart, ne? Und wir sehen uns dann beim nächsten Part, wenn wir die Bank hochjagen. Ja. Ciao, Leute!